jetzt lange warten musste, dran zu kommen. Aber jetzt ist es soweit. Er ist bei uns. Timo Worm. Ja. Vielen Dank. Ich weiß nicht, wie wir das noch alles toppen wollen. Ja, ja. Wir machen jetzt den Sack zu, aber... Ja, und dann auch noch mit so einem schwierigen Thema. Und du hast wir machen ein leichtes Thema. Wir bleiben einfach bei den Vorstadtweibern. Das ist super. Ich habe gelernt, dass Stuten ein bisschen keine Erfindung der Männer ist. Das ist Leute, ich habe so viel gelernt heute Abend. Ich habe gelernt hier von Bauer Nietzsche, habe ich gelernt, wer der du bist. Dann habe ich vom Wimmer gelernt, Sachen, die du schon mal in deinen Körper gesteckt hast, werf sie weg. Für mich hat sich der Abend so viel Lebensweisheit, die ich mit nach Hause bringe. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich kann das Licht anmachen. Du strebst ja nach Höherem. Dir geht es ja nicht jetzt um solche Banalitäten, sondern du hast dich dem großen Thema Moral ja zugewendet. Gibt es deiner Meinung nach, du hast ja geforscht zu dem Thema, denn dein Programm heißt ja Moral, eine Laune der Kultur. Gibt es überhaupt deiner Meinung nach moralisch einwandfreies Verhalten? Ja, natürlich. Ich sage mal, moralisch einwandfreies Verhalten ist, wenn du nicht erwischt wirst. So gehe ich an die Nummer ran. Der Untertitel ist natürlich ganz wichtig. Moral, eine Laune der Kultur. Wir entwickeln unsere moralischen Vorstellungen in Systemen, denen wir uns unterworfen haben, an die wir glauben, die wir auch gar nicht immer so frei ausgewählt haben. Und ich habe aber nicht so viel recherchiert, weil ich eigentlich nur das Ziel hatte, sozusagen moralische Schizophrenie und Widersprüchlichkeit auf die Bühne zu bringen. Und da musste ich mich einfach nur in meinem eigenen Leben bedienen, wo so viel Schizophrenie drin ist, dass ich sage, naja, was da am Ende bei rauskommt, ist, dass man die eigene Meinung, die eigenen moralischen Vorstellungen vielleicht einfach nicht überbewerten sollte. Dann kommen wir schon ganz gut miteinander klar. Also eigentlich ein bisschen so das Gegenteil vom Wimmer. Was war das? Wissen ist die beste Medizin. Wissen ist die beste Medizin. Ich sage immer, zu viel Wissen ist auch eine Behinderung. Wenn man zu viel weiß, landet man irgendwann 6 Wochen auf dem Flughafen in Moskau. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, wobei Snowden, der Typ, auch überbewertet. Alles, was der weiß, hat er auch nur aus dem Internet. Also ich bin da so ein bisschen, dass ich ganz oft auch sage, ich will dann über Leute was machen und dann fange ich an zu recherchieren und stelle fest, dass sie auf einmal total toll sind. Zum Beispiel, ich wollte was über Veganer machen und deren missionarischen Umgang mit Ernährung. Und dann habe ich total nette Veganer getroffen. Und dann dachte ich, ey, tolerante Veganer, das ist doch irgendwie wie magersüchtige Sumo-Ringer. Das passt doch nicht in mein Bild. Ich wollte da was dagegen machen. So, und da ist dann bei mir eben auch der Satz entstanden, Recherche ist der Feind der Meinung. Ja? Also, am besten gar nicht anfangen, schön Oberfläche. Im Prinzip bringe ich genau das, was ich jetzt hier mache, auch so ein bisschen auf die Bühne, dass die Leute denken, ja, es hat im Prinzip auch ein bisschen was mit Scheitern zu tun. Ich meine, ich bin verheiratet, habe 2 Kinder, wir versuchen Gleichberechtigung. Warum guckst du bei Scheitern denn bitte mich an? Gleichberechtigung hat er zu dir das gehört. Das musst du mir erklären. Nee, soll ich jetzt sagen, wegen DDR? Nein. Weil du gerade erwähnt hattest, dass ihr auch immer sozusagen versucht, Unzulänglichkeiten zusammenzubringen. Der chaotische Mann, die ordnende Frau. Und im Prinzip, das ist doch kein Scheitern. Nee, aber dass man aus dem Scheitern ja immer eine Chance macht. Dass wenn man sagt, wir passen eigentlich nicht zusammen, das ist echt schwer, aber dass man sozusagen daraus, zum Beispiel aus der medialen Nutzung meiner Kinder, dass die permanent irgendwie iPhone all das haben wollen, habe ich einfach ganzheitliche Medienerziehung gemacht. Ja, das ist, und wie sieht die aus? Ich bin halbe Stunde iPad, halbe Stunde iPhone, dann wieder eine halbe Stunde. Ich bereite die auf die Industrie 4.0 vor, sage ich immer. Das spielt halt Singen leider keine Rolle, aber dass man sozusagen versucht, und das versuche ich auch aus Unzulänglichkeiten quasi so Erfolgsmodelle abzuleiten. Deswegen hatte ich da bei dir rübergeguckt, weil ich dachte, das passt zum Thema Chaos. Aber hat nicht so gut gepasst, aber... Nee, ich hätte nur eine Frage. Eben, Fremdschämen ist auch eine ganz große Fähigkeit, die wir lernen müssen. Und dann hatten wir das halt mal. Du, sag mal, du bist Vater von 2 Kindern. Bist du ein glücklicher Mensch? Ist auch phasenbedingt. Ne? Also natürlich denke ich daran, dass ich glaube daran, dass Familie mich glücklich macht. Beweis steht manchmal noch aus. Aber es ist eben auch so ein Glaubenssystem. Ne? Ich habe entschieden, dass Familie ist jetzt mein Glaubenssystem und meine Kinder machen mich glücklich. Nicht unbedingt morgens um 4.30 Uhr, aber es gibt schon mal den einen oder anderen Moment, wo ich mir denke, jo, hat sich gelohnt. Mhm. Gibt es die Gleichberechtigung, gelebte Gleichberechtigung im Hause Wob? Wir arbeiten dran, scheitern regelmäßig dran, aber ich habe Elternzeit gemacht, muss ich sagen. Das als Freiberufler, 2 Monate war ich mit den Kindern allein zu Hause, war die Hölle. Guck wieder zu dir auf. Ehrlich gesagt, richtig viel, 2 Monate. Ey, richtig, 2 Monate. Wow, da hab ich, ich muss auch mal ein Opfer bringen, habe ich mir gedacht. Wir versuchen das natürlich schon immer, aber ich als Freiberufler bin viel unterwegs. Ich saß auch gerade zwischen euch und dachte mir so, Motorradfahren, Saufen am 1. März. Ist das alles geil? Ganz ehrlich, mein Vatertag gestern, ich war mal nicht auf Tour. Ich durfte morgens um 6 Uhr mit den Kindern aufstehen und meine Frau durfte auch schlafen. So sieht gelebte Gleichberechtigung im Jahr 2016 wird's wieder so sein. Und nächstes Jahr wird es wahrscheinlich wieder so sein, weil das hat ja super geklappt gestern. Ich habe
man weiß das ja, es gibt ja immer Leute, die auch Gags beisteuern zu gewissen Programmen. Und so ist es vielleicht bei dir auch. Du arbeitest viel mit Frauen zusammen, mit weiblichen Gagschreibern. Nee, das ist bei mir nur an einer Stelle eine Ausrede dafür, dass die Witze so unfassbar schlecht sind. Habe ich gesagt, ja, ich habe das erste Mal mit weiblichen Gag-Autoren zusammengearbeitet. Die haben mir versprochen, bei gleicher Qualifikation, gleiche Leistung, würden aber eben 20% billiger sein als die männlichen Schreiberlinge. Konnte ich ja nicht nein sagen, aber kommt dann eben so ein Murks bei raus, wenn andauernd Kind krank ist, Babysitter abgesagt hat. Ich hätte gern ein besseres Programm hier präsentiert. Also so arbeite ich mit dem Thema. Im Prinzip ist es, wenn man will, das, was Sie gerade eigentlich schon schön erwähnt haben, ich spreche mal die Tabus von der anderen Seite. Nämlich, dass wir das natürlich versuchen zu leben, aber natürlich regelmäßig dran scheitern. Und aus diesen Momenten des Scheiterns ziehe ich dann sozusagen teilweise meinen zynischen Humor, aber auch immer Zynismus gebrochen in, dass ich ja doch eigentlich ein guter Mensch werde. Und haben Sie mal dran gedacht, eine richtige Autorin einzustellen und nicht die Besitzerin eines Nagelstudios? Oh! Da unterschätzen Sie jetzt meine Frau. Nein, meine Frau hat kein Nagelstudio, aber meine Frau steuert so unfassbar viele super Gags zu meinem Programm herbei. Das ist, das muss ich gerade. Bei Mario Barth ja auch so. Ja, aber. Ich finde das gut, Sie hängen meine Messlatte sehr hoch, da werde ich trotzdem locker drunter herlaufen können. Da bin ich mir ganz sicher. Wir hatten zum Beispiel, als es gerade bei der Hausmedizin darum ging, dass man gerade Durchfall, das sollte man gut markiert haben, also diese Magen- und Darminfekte. Und wenn man das mal mit Kindern zusammen voreinander hatte, danach sieht man ja seinen Lebenspartner auch ein bisschen anders. Und einmal hatten wir diese Situation, morgens um 4, wir waren fix und fertig, eine Nacht, wo wir nur im Einsatz waren. Und ich guckte meine Frau an und sagte, ey, der Zauber ist weg. Und meine Frau meinte, ganz ehrlich, und ich wünschte, ich wäre mit ihm gegangen. Und das kann ich dann nicht mehr toppen. Das muss ich dann einfach auf die Bühne bringen und viele denken, ja, genau diese Momente haben wir auch schon. Spielt Sex im Programm eine Rolle oder zumindest Geschichten über Sex? Auf der Bühne, genau, spielt Sex. Also es ist kein Live-Sex on Stage, aber Sexualmoral spielt natürlich eine Rolle, wo wir auch immer sagen, wir sagen hier, Polygamie ist nur irgendwas für mittelalterliche Moslems, aber in den USA haben sich eben, darf man nicht vergessen, 39 Millionen Amerikaner haben sich bei einem Fremdgehportal angemeldet, bei Ashley Madison. Wirklich, weil die haben nichts anderes gemacht, als Seitensprünge zu organisieren für Leute in festen Beziehungen, inklusive Vertuschen, allen drum und dran. Die sind nur leider gehackt worden im letzten Jahr. Und alle Benutzerdaten waren auf einmal online. Super. Herr Meyer-Burkhardt, warum kriegen Sie denn so Angst da auf einmal? So, hoffentlich fickt mir das nicht um die Ohren. Das sieht Herr Meyer-Burkhardt mit großer Gelassenheit. Aber ich stell mir gerade vor, das ist ja natürlich der Albtraum schlechthin. Ja, natürlich. Vor allem, da gibt man doch auch alles an. Alles? Damit man die Matching Points mit den anderen Frauen findet, aber gibt hallo, man doch alle Vorlieben auch an. Nicht nur Name, Alter, so, Anschrift, auch Körpermaße, sexuelle Vorlieben. Also deren Slogan war es wirklich, das Leben ist kurz, gönn dir eine Affäre. Und ich glaube, dem Versprechen sind die wirklich nachgekommen. Also das Leben von vielen Klienten wurde, glaube ich, so rapide verkürzt, spätestens bis dem Moment, wo die nach Hause gekommen sind und der Partner mit dem Nudelholz hinter der Tür auf einen gewartet hat. Also Sexualmoral ist ja immer sehr fragwürdig. Ne? Wir regen uns über Russland und deren Umgang mit Homosexuellen auf. Aber ich habe gelesen, letztes Jahr wurde in England eine Frau zu 8 Jahren Haft verurteilt, weil sie sich beim einvernehmlichen Liebesspiel mit einer anderen Frau als Mann ausgegeben hat. Ich weiß, wir zahlen Leute in Hamburg viel Geld. Hat die 8 Jahre Haft für bekommen, ist schon irre. Ne? Aber wahrscheinlich hat sie irgendwie gehofft, mit 80 Peitschenhieben bestraft zu werden. Aber vielleicht gab es falsches Land. In Holland ist man sehr offen mit der Sexualmoral. Das stimmt. Ich habe jetzt gelesen, in Holland kann man seine Fahrstunden, es wirklich war ein Gericht erlassen, ab jetzt mit Sex bezahlen. Wie soll das gehen? Das weiß ich auch nicht, aber es wurde erlassen, aber das Gericht hat auch erlassen. Ihr googelt es gerne nach, ihr guckt mir alles an, als würde ich Blödsinn erzählen. Das stimmt natürlich nicht. Also stimmt jetzt wirklich. Das Gericht hat erlassen, wenn es zu diesem Angebot kommt, das Angebot muss vom Fahrlehrer auskommen. Nicht vom Schüler. Ja, Begründung ist, weil sonst wäre es Prostitution. Und das ist ein Gewerbe, das muss angemeldet werden. Wo ich mir dachte, ganz klar, wenn das jetzt europaweit kommt, habe ich mich gefragt, gilt das jetzt eigentlich nur bei Dienstleistungen oder auch bei Rewe an der Kasse? Wo man sich irgendwie denkt, oh Scheiße, hoffentlich zahlt er von mir Bar oder mit Karte, sonst dauert das hier wieder Ewigkeiten. Am Prenzlauer Berg, wo ja auch durch das bloße Muttersein, durch das bloße Vatersein, das Kinder haben, die Art, wie man mit dem Fahrrad, mit dem Korb hinten drauf durch die Gegend fährt, das ist ja auch schon Missionierung pur.
In Teilen ja. Da geht es darum, impfen oder nicht impfen. Impfen, das ist da die Frage. Ja, ja, ja. Wird auch teilweise sehr missionarisch in die Welt getragen. Ich sage immer, Berlin, Prenzlauer Berg, Hochburg der moralischen Schizophrenie. Ne? Wir selektieren unsere Kinder erst mit Pränataldiagnostik vor, um sie dann nicht zu impfen. Und das den muss ich mir merken. Fragen wir mal den Fachmann. Fragen wir mal den Fachmann, das wird mich auch mal interessieren. Genau, impfen oder nicht zu was? Ja, ich bin tatsächlich natürlich pro Impfen, weil ich gesehen habe, was es alles bewirkt. Und man muss sich ja überlegen, gerade zum Beispiel Impfen und Autismus. Der Arzt, der das in Verbindung gebracht hat, der wurde verknackt wegen Betruges, weil das als Versicherungsbetrug hat er das versucht für ein Elternpaar durchzubringen. Was hat der gesagt? Der hat gesagt, das Kind ist autistisch durch eine Impfung. Ach so, es ist autistisch geworden. Ja, und das ist aber, der ist verknackt worden. Also der ist vor einem britischen Gericht, der ist richtig zu, ich glaube sogar Haftstrafe verurteilt worden. Und das hält sich heute immer noch. Und es gibt Datenbanken, wo man das alles nachlesen kann. Ich habe das tatsächlich sogar auch mal berechnet, weil das alles Open-Source-Data ist und sowas. Es ist also so viel Bann an den Haaren herbeigezogen. Du fühlst gerade so durch die Haare. Dass man sagen muss, also impfen, ich finde das super. Ansonsten, mein Spruch ist immer, man muss nicht impfen, aber man muss dann auch kleine, bunte Kinder sehr mögen. Mhm. Mhm. Okay. Und das ist auch ja, das ist doch auch ein schöner auch schön. Abschluss jetzt für mein Gespräch. Ich finde heute auch. Ich denke, aber teilweise mit dem Autismus, wie missionarisch die das in die Welt tragen und ja alle geimpft worden sind, denke ich mir manchmal, vielleicht könnte an der Sache mit dem Autismus doch was dran sein. Danke, das nochmal richtig schön hinterhergeschoben. Die richtige Ernährung ist auch zur Moralfrage geworden. Du hast es ja gerade gesagt, die Veganer. Sind so, hast du dich auch mit dem Thema befasst? Wie gesagt, ich habe es ja versucht, ne, weil ich immer dachte, als ich da so auf unseren Spielplätzen war, die Veganer-Rippe ist die neue Wohlstandsplauze bei uns. Ne, das ist schon erstaunlich, wie sich so einige verändert haben, gerade die viel auch Yoga machen. Und ich denke mir immer so, ich so als skinny, fetter Mann daneben, wird das auch ganz... Skinny fett bin ich jetzt. Das ist wirklich, wirklich wahr. Skinny fett. Ja, seit der Elternzeit. Ich bin eine Konfektionsgröße höher auf einmal, wo ich mir dachte, das sieht eigentlich gar nicht weil anders du? Aus. Ja, weil ich einfach keinen Sport mehr mache mit und Kindern. Und so viel Latte Macchiato. Und so einfach auch unfassbar viel Eis gerne mit esse. Mhm. Ja. Und dann meinte wirklich der Verkäufer, sie sind skinny fett. Schlank, aber schwabbelig. Ja. Aber kann man das auch mal einordnen? Aber wir sprachen gerade über den Prenzlauer Berg. Anna, kennen Sie in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis noch einen einzigen Menschen, der nicht laktoseintolerant ist? Ja, aber aus meinem Freundeskreis wohnt auch niemand im Prenzlauer Berg. Also, weiße See, ja, Mitte, ja, aber okay, Prenzlauer Berg ist, das ist verstehe. Ein No-Go-Area. Da flogen aber eben drei Pfeile durch den Raum. Nee, wirklich. Ja, kann man aber, nein. Nein. Wir können dieses Spiel ja hier nur spielen, weil wir uns so gut verstehen. Ja, im Prenzlauer Berg hat man automatisch Laktoseintoleranz. Ja? Das geht da ganz schnell. Was würdest du sagen, ist die Quintessenz deines Programms? Widersprüchlichkeit kann man leben, kann man aushalten und die eigene Meinung vielleicht nicht zu hoch bewerten. Ich meine, eigene Meinung ist ganz oft auch Religionswahl. Ne? Ganz oft glauben wir das, was wir als erstes hören, sind Gänseküken, watscheln wir hinterher. Wenn man die eigene Meinung, meine Quintessenz ist eigentlich ein bisschen, wenn man anfängt, mal wieder ein bisschen mehr einzustecken und weniger auszuteilen, dann kommen wir ganz gut miteinander klar. Das sagst du? Ich lebe das schon, was ich da auf der Bühne mache. Das ist so schön. Es ist eigentlich nur, um das Gesicht der Orientierungslosigkeit in diesem Land endlich mal ein Gesicht zu geben. Ja. Und zwar meins. Dafür mache ich den ganzen Programm. Absolut. Du gehst voran und dafür danken wir dir ganz herzlich. Mhm. Timo Wopp. Ja. Toll. Wir sind eins. ARD.